Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Heute geht es um Genesect. Wie bekommt man schnell Genesect? Also die Aufgaben von der Feldforschung, von der Spezialfeldforschung. Champ der Nostalgie-Herausforderung hat es ja ein bisschen in sich. Aber manche Sachen sind eigentlich relativ einfach und lassen sich sogar noch schneller erledigen als gedacht. Solltet ihr die Spezialforschung Champ der Nostalgie-Herausforderung nicht haben, aber vielleicht habt ihr euch ja die Spezialforschung Feier zur Nostalgie-Herausforderung 2020 im Shop gekauft. Falls ihr das aber auch nicht habt, also das Ganze verpasst habt, dann müsst ihr warten, bis Niantic die X-Raid-Einladung wieder aktiviert. Vielleicht weiß der ein oder andere nicht, was das ist. Es gibt Arenen mit dem Kennzeichen X-Raid-Arena. An solchen Arenen solltet ihr Raids machen, und zwar so häufig, wie es nur irgendwie geht. Und mit etwas Glück erhaltet ihr einmal pro Woche eine Einladung. Auf der X-Raid-Einladung steht dann das Datum und die Uhrzeit, wann der X-Raid stattfindet. Ihr könnt auch Freunde dazu einladen, meistens immer nur einen. Wäre die X-Raid-Einladung aktiv, wäre dann Genesect in diesen Raids verfügbar. Die erste Seite von dieser Nostalgie-Herausforderung ist relativ schnell erledigt. Man zündet am besten einfach einen Rauch, fängt die ganzen Pokémon, versucht auf jedes Pokémon großartige Würfe zu machen und dann ist die erste Seite eigentlich relativ schnell erledigt. Verschicken sollte man dann auch 15 Stück, also das sollte kein Thema sein. Auf Seite 2 wird es dann ein bisschen kompliziert. Man entwickelt 5 Pokémon, ist kein Problem. Also ich habe halt immer irgendwelche Pokémon im Beutel, die man entwickeln kann. Und zur Not fange ich mir halt eins und entwickle das sofort, weil ich von den meisten Pokémon genügend Bonbons habe. Aber dann kommen ja die Aufgaben, brüte 15 Eier aus und gewinne 15 Raids. Das hat es natürlich in sich. Also wenn man nur mit dem täglichen Pass spielt und dann auch noch den einen oder anderen Tag gar nicht spielen kann, so dass auch tägliche Raid-Pässe verfallen, dann dauert das Ganze hier länger als 15 Tage. Wenn man natürlich mit Premium-Raid-Pässe und eine gute Raid-Gruppe hat, wo man jeden Tag mehr als 1 bis 2 Raids macht, dann ist das hier relativ schnell erledigt. Dann hängt man vielleicht bei den Eiern, außer man holt sich Brutmaschinen dazu. Jetzt kommen wir zu der dritten Seite. Da gibt es eine interessante Aufgabe, wo ich sage, die war sehr einfach gelöst oder die kann man sehr schnell erledigen. Mache 15 Kämpfe gegen einen anderen Trainer. Ihr müsst nicht gewinnen. Das ist natürlich sehr praktisch. Das heißt, der eine Trainer nimmt dann einfach WP10 Pokémon und ihr nehmt ein normales Pokémon, ein starkes Pokémon. Und dann ist der Kampf immer extrem schnell erledigt. Ein Beispiel habe ich euch hier auch im Gameplay gezeigt. Und ja, ich habe zum Beispiel im letzten Livestream dann einfach meine Zuschauer gebeten, mich einzuladen zu einem Kampf und habe sie gewinnen lassen. Ich habe dann WP10 Pokémon genommen und damit war dann die Aufgabe schnell erledigt. Der einfach fabelhafte Wurf, ja, ist für mich jetzt weniger ein Problem, für den einen oder anderen vielleicht schon. Auf der dritten Seite ganz unten ist die Aufgabe, verwende 30 Power-Ups bei Pokémon. Da habe ich mich für ein 100% Pokémon entschieden. Das kommt dann bald hier im Gameplay, sobald ich dann da angekommen bin. Momentan bin ich hier im Gameplay auf Seite 2. Auf der Seite 3 bekommt man am Ende ja eine Belohnung, 500 Staub, 500 Erfahrungspunkte und ein Elzebra. Hier auf der Infografik ist leider ein Zebritz. Hat sich wohl ein bisschen verirrt. Das haut natürlich nicht hin. Auf Seite 4, Aufgabe 1, heißt es, fange ein Drachen-Pokémon. Das ist natürlich kein Problem, wenn man 5er-Raids machen kann, weil dort ist Zekrom drin. Zekrom ist von Typ Drache. Ich hatte da sogar das Glück, ich habe die Aufgabe bekommen und hatte direkt vor mir einen Zekrom-Raid und habe gedacht, okay, dann organisiere ich den jetzt. Und das hat auch geklappt und dann war die Aufgabe sehr schnell erledigt. Und die anderen zwei Aufgaben, die sind ja wirklich, die kann man jederzeit machen und alles hintereinander. Man kann den Kumpel einfach 15 Mal füttern, egal ob er schon satt ist oder nicht. Und die 15 Schnappschüsse kann man auch hintereinander machen. Also die Aufgabe ist sehr, sehr leicht erledigt. Als Belohnung bekommt man hier Serpifeu und eine goldene Himi, eine silberne Sanana und
Viel interessanter ist dann die Endbelohnung auf Seite 4. Da gibt es nämlich ein Ohrdoch mit doppelten Sternenstaub. War das einfach göttlich. 4200 Staub. Es wäre natürlich schöner gewesen, genau diesen Fang dann zu machen, als noch der Community Day gewesen ist. Ah, das wäre so schön gewesen, weil man bekommt einfach 2100 Staub für ein Ohrdoch. Was ich ein bisschen komisch finde, ich bin mir nicht sicher, ob Niantic da vielleicht sogar auch einen Fehler drin hat. Könnte ja auch sein, dass sie das irgendwie verpasst haben. Aber ja, mir ist aufgefallen, dass in letzter Zeit bei neuen Pokédex-Einträgen auch irgendwie ein Sternstaub-Bonus dabei ist. Das war mir nicht bewusst, als wäre das neu. Naja, auf Seite 5 muss man nichts machen, das ist alles schon erfüllt. Da gibt es ein Galar-Flunschlick, eine Lade-TM und eine Sofort-TM. Und am Ende bekommt man die Brille von Professor Willow, die er sich immer auf seinem Kopf befindet. Deswegen ist mir nicht aufgefallen, dass es die überhaupt gibt. 5 Sonderbonbons und ein Genesect. Wenn es 1437 WP hat, wäre es ein 100er. Also bei dieser Spezialforschung bin ich jetzt nicht so gut weggekommen. Also hier kam nicht ein einziges Pokémon raus, das jetzt irgendwie überragend gewesen ist. Finde ich jetzt aber nicht schlimm. Ich habe schon so oft so gute Pokémon bekommen, wo ich gedacht habe, wow, wenn das Flampion hier in dieser Feldforschung auf Seite 2 wirklich wieder so krass gewesen wäre, ein 98er oder 100er, dann wäre ich vom Glauben abgefallen, weil das nämlich zu dem Zeitpunkt war es erstmal mein zweites. Und das wäre schon ziemlich krass gewesen, wenn das zweite jetzt auch so gut gewesen wäre wie das erste. Das erste war ein 98er, das zweite ist jetzt so lala, mit trotzdem 3 Sternen. Und das dritte, habe ich euch ja gestern schon gezeigt, war auch wieder ein 98er aus dem Ei. Also das wäre schon sehr eigenartig, wenn das dreimal richtig gut gewesen wäre. Auch wenn 3 Sterne auch gut ist. Ich muss sagen, einige Aufgaben hier waren wirklich sehr, sehr, sehr leicht. Und es gab welche, die waren jetzt nicht so leicht. Eigentlich war nur eine Aufgabe nicht wirklich leicht. Und das waren Gewinne 15 Raids. Aber für mich ist es ja natürlich nicht das große Problem, weil ich ja 5er Raids machen kann. Oder überhaupt vielleicht viele Arenen in meiner Nähe habe. Jetzt sagen wir mal, jemand muss extra irgendwo anders hinfahren, um zu einer Arena zu kommen. Da wird es dann natürlich richtig schwierig mit den 15 Raids. Alle anderen Aufgaben waren wirklich sehr einfach, wenn man natürlich weiß, wie man das am besten hinbekommt, dass man zum Beispiel 15 Trainerkämpfe ohne Probleme einfach so in wenigen Minuten erledigen kann. Wenn man sich jetzt zum Beispiel mit der Go-Kampf-Liga auseinandergesetzt hat, dann theoretisch kann man ja hier auch Go-Kampf-Liga-Kämpfe machen. Nur sind die jetzt ja immer noch deaktiviert. Und die Frage kommt immer noch sehr häufig, wann wird sie denn wieder aktiviert? Niantic hat bisher nichts angekündigt. Ich gehe nicht davon aus, dass wir die Version 179 bekommen und die Go-Kampf-Liga wieder geht. Weil Niantic das nicht angekündigt hat. Ich gehe davon aus, dass Niantic uns das sagen wird, wenn sie dazu Infos haben. Ansonsten sind sie wahrscheinlich immer noch dran am Arbeiten, das Problem zu lösen. Ich könnte mir vorstellen, dass da noch einiges programmiert werden muss. Mich persönlich wundert das ja natürlich, weil in Raids, also das Sicherheitsproblem, was wir in der Go-Kampf-Liga haben, gibt es zum Beispiel in Arena-Raids quasi auch oder hat es mal gegeben oder war noch nie möglich, das kann natürlich auch sein. Also wenn jemand zum Beispiel 2 Handys hat und sich aus Versehen mit den ein und denselben Account anmeldet und in einen Raid geht, dann fliegt das eine eins der Accounts immer raus. Weil man nicht man kann nicht zweimal an einem Raid teilnehmen. Genau das ist aber das Problem, was in der Go-Kampf-Liga war. Und da hoffen wir, dass das natürlich behoben wird, weil das bedeutet ja auch, dass man wirklich, egal mit welchem Pokémon in der Go-Kampf-Liga mit 2 Handys reingegangen wäre, hätte man exakt das gleiche Problem. Also, dass man einfach währenddessen die Ladeattacke gezündet wird, trotzdem noch Sofortattacken ausführen kann.
Als letztes möchte ich auf eine Ankündigung von Niantic zurückgreifen. Sie haben angekündigt, dass die Bearbeitung von Portalen und Pokestops deaktiviert worden ist. Vermutlich liegt das daran, dass das Verschieben von Pokestops und Portalen missbraucht worden ist, weil es ist so, dass man in Pokémon Go ja nur in einer S2 Level 17 Zelle ein Pokestop haben kann. Aber es gibt einen Fehler oder eine, ich sag mal, vielleicht auch ein Exploit, also eine Sicherheitslücke, weil Niantic nicht bedacht hat, dass man das vielleicht prüfen sollte, dass wenn ein existierender Pokestop in eine andere Zelle verschoben wird, dass man vorher prüft, ob diese Zelle denn schon voll ist. Und das wurde halt nicht gemacht und deswegen gab es auch Orte, wo es auf einem ganz engen Raum viele Pokestops oder Arenen gab. Einfach nur durch dieses Verschiebungsgedöns. So, und das wurde wohl jetzt dann so dermaßen missbraucht, dass Niantic gesagt hat, gut, dann müssen wir jetzt dieses Feature deaktivieren und jetzt müssen sie sich eine Lösung einfallen lassen, dass das vielleicht nicht mehr möglich ist. Also wer das vorgehabt hat, kann sich das jetzt wahrscheinlich von der Backe schmieren. Endlich, Genesect ist im Ball. Damit bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch gerne ein Like da. Und wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Kanäle von mir. Und bis zum nächsten Mal. Batsch.